Hallo Kids, Teens und Krimi-Spielfilmfilmer. Nachdem ich euch im vorherigen Tutorial etwas über die Bildausschnitte erzählt habe, geht es nun um unterschiedliche Perspektiven, die ihr dabei einnehmt. Als Filmer entscheidet ihr, aus welcher Position der Schauspieler aufgenommen wird. Damit habt ihr, vor allem im Krimi, ganz tolle Möglichkeiten. Euer Motiv wird durch die Wahl einer besonderen Perspektive, zum Beispiel groß und gefährlich, oder klein und ängstlich dargestellt. Aber fangen wir mal bei der am häufigsten eingesetzten Kamerasicht an, der Normalsicht. Bei der Normalsicht filmt ihr aus der Augenhöhe. Aber nicht aus eurer Augenhöhe, sondern aus der des Schauspielers. Das heißt, das Objektiv sieht direkt in seine oder in ihre Augen. Schaut der Darsteller nach oben oder nach unten, so verlässt die Kamera ihre Normalsicht und filmt nicht mehr geradeaus, sondern ebenfalls nach oben oder nach unten. Das bedeutet, unterhält sich ein kleinerer Schauspieler mit einem größeren, so nimmt die Kamera eine Untersicht oder, wenn der Fall andersrum liegt, eine Obersicht ein. Untersicht bedeutet, dass ihr die Kamera ungefähr auf Bauchhöhe haltet und dann leicht schräg nach oben filmt. Diese Sicht erzeugt bereits eine leichte Spannung. Im Hintergrund stehende Gebäude kippen nach hinten und sind fast bis zur Spitze sichtbar. In diesem Beispiel seht ihr, wie ein Mitglied der Kinderbande ein wichtiges Beweisstück findet. Auch hier bietet sich das Filmen aus der Untersicht an. Am besten setzt ihr sie ein, wenn euer Schauspieler überlegen, schlau, allwissend wirken soll. Ein Gangster wirkt bedrohlicher, als wenn ihr ihn aus der Normalsicht aufnehmt. Nun geht es noch ein Stockwerk tiefer, in die Froschperspektive. Dazu müsst ihr schon ganz schön in die Knie gehen. Die Kamera zeigt steil nach oben und filmt den Darsteller aus der Sicht eines Frosches. Vielleicht befindet ihr euch dazu während der Aufnahme an einem tiefer gelegenen Standpunkt. Entscheidet selbst, ob ihr den Schauspieler in einer halbtotalen oder in einer halbnahen Einstellung filmt. Das ist jetzt schon viel spannender, als wenn ihr dieselbe Aufnahme aus der Normal- oder Untersicht drehen würdet. Ein böser Mensch wirkt richtig bedrohlich, ja sogar übermächtig. Er schaut auf den Schwächeren herab. Man hat nicht das Gefühl, dass ihm irgendetwas passieren kann. Bei dieser Gangsterverfolgung wurde die Kamera zusätzlich in Schräglage gebracht, um die Spannung zu steigern. Ihr seht, mit einer Perspektive unterhalb der Augenhöhe erzeugt ihr extreme Spannung. Nun gehen wir in die andere Richtung und filmen aus einer Position oberhalb des Darstellers. Vielleicht reichen eure gestreckten Arme aus. Vielleicht braucht ihr aber auch ein Hilfsmittel wie eine Leiter, ein Einbeinstativ oder ein Selfie-Stick, auf welchem ihr die Kamera befestigt. Damit könnt ihr mit etwas Geschick von oben nach unten filmen. Bei der Obersicht ist ein solches Hilfsmittel noch nicht nötig. Bei der Obersicht zeigt ihr etwas, das unterhalb des Kameraobjektivs liegt. Dieses Etwas könnte sich in der Hand der gefilmten Person befinden, zum Beispiel eine Land- oder Schatzkarte oder ein gefundenes Beweismittel. Vielleicht auch das Beutestück der Gangster. Ihr gebt dem Zuschauer damit einen Überblick. Die Vogelperspektive entsteht, wenn ihr eine Position oberhalb der Darsteller wählt und auf diese herunterfilmt. Bei einer einfachen Vogelperspektive reicht eine niedrige Mauer oder ein ausgefahrenes Einbeinstativ, um die Kamera in eine erhöhte Position zu bringen. Soll die Vogelperspektive extremer werden, dann sucht euch einen Treppenabsatz oder ein Fenster im ersten Stockwerk. Je höher ihr seid, desto kleiner wirken die gefilmten Menschen. Ihr verwendet diese Position, wenn eure Schauspieler ängstlich, hilflos und unterlegen sind. Die Vogelperspektive kann übrigens mit dem Topshot gesteigert werden. Dabei haltet ihr die Kamera senkrecht nach unten und filmt den Darstellern sozusagen auf den Kopf. Eine außergewöhnliche Perspektive, die ich im Krimi selbst sehr gerne einsetze, ist die Ameisen- oder Bodenperspektive.
Die Kamera befindet sich nun knapp über dem Boden. Bei Geräten mit ausklappbarem Monitor sollte das kein Problem sein. Diese Position ist besonders spannend bei Verfolgungsjagden oder bei heranschleichenden Gangstern, deren Beine plötzlich ins Bild kommen und sich ihrem Opfer nähern. Und hier nochmal die Zusammenfassung. Die Normalsicht filmt aus der Augenhöhe, die Untersicht filmt leicht nach oben, die Froschperspektive filmt stark nach oben, die Obersicht filmt leicht nach unten, die Vogelperspektive filmt stark nach unten und die Ameisenperspektive filmt aus der Bodenhöhe. Auch wenn ihr nun verschiedene Perspektiven kennengelernt habt, heißt das nicht, dass jede Szene aus einer anderen Position gefilmt werden soll. Den Großteil der Aufnahmen dreht ihr aus der Normalsicht. Probiert es doch einfach mal aus. Macht Vergleichsaufnahmen. Filmt dieselbe Szene mehrmals aus unterschiedlichen Positionen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.